Bis zum Examen wird Ihnen 280 BGB immer wieder begegnen. Im Folgenden werden wir uns die Prüfung näher ansehen. Zunächst einmal müssen Sie einen angemessenen Obersatz formulieren. Dieser lautet üblicherweise: K könnte einen Anspruch gegen V auf Schadensersatz in Höhe von 10.000 Euro aus 280 Absatz 1 BGB haben. Dabei können Sie die Namen und Zahlen je nach Fall ersetzen. Nachdem Sie diesen Obersatz gebildet haben, müssen Sie die Voraussetzungen der Norm prüfen. Zunächst müssen Sie also ein Schuldverhältnis zwischen den Parteien feststellen. Dann müssen Sie eine Pflichtverletzung prüfen. Als nächstes müssen Sie prüfen, ob gegebenenfalls besondere Voraussetzungen nach 280 Absatz 2 oder Absatz 3 erforderlich sind, die vorrangig zu prüfen wären. Dann müssen Sie das Vertreten müssen feststellen, das heißt die Verantwortlichkeit des Schuldners für die Pflichtverletzung. Schließlich müssen Sie prüfen, ob gerade durch die Pflichtverletzung ein Schaden entstanden ist, das heißt, ob Kausalität zwischen der Pflichtverletzung und einer Einbuße an einem geschützten Interesse besteht, sowie wie dieses zu ersetzen ist. Ich habe Ihnen hier Muster für die jeweiligen Obersätze vorgegeben, an denen Sie sich orientieren sollten. Achten Sie auch auf die Gliederungspunkte Römisch 1, Römisch 2, Römisch 3 und Römisch 4 und Römisch 5. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Was müssen Sie unter dem Punkt Schuldverhältnis schreiben und diskutieren? In den meisten Fällen wird das Schuldverhältnis in einem Vertrag bestehen. Dann genügt es, wenn Sie schreiben, zwischen K und V besteht ein wirksamer Kaufvertrag, mithin ein Schuldverhältnis im Sinne von 280.1. Sie können hier im Einzelnen das Zustandekommen des Vertrages diskutieren. In den meisten Klausuren haben Sie dazu aber keine Zeit. Dann können Sie das durchaus einfach weglassen. Wenn es nicht um einen Vertrag geht, sondern um ein rechtsgeschäftsähnliches Schuldverhältnis nach 311 Absatz 2, müssen Sie etwas näher prüfen. Hier würden Sie etwas schreiben: Ein Schuldverhältnis könnte sich aus 311 Absatz 2 Nummer 2 BGB ergeben. Dann müsste eine Vertragsanbahnung zwischen K und V erfolgt sein. Hierfür genügt jedes Verhalten zur Vorbereitung eines Vertragsschlusses oder eines geschäftlichen Kontakts, bei dem sich eine Partei in den Einflussbereich der anderen begibt. Hier und dann ergänzen Sie die Angaben des konkreten Falles. Im Normalfall werden Sie nur Ansprüche aus Verträgen prüfen, vorvertragliche Ansprüche kommen eher selten vor. Zurück zu unserem Schema. Wenn Sie das Merkmal Schuldverhältnis mit ein bis zwei Sätzen erledigt haben, können Sie als nächstes die Pflichtverletzung prüfen. Bei der Pflichtverletzung müssen Sie differenzieren zwischen zwei Anknüpfungspunkten. Zunächst einmal kann es um die Verletzung von Leistungspflichten gehen. Es kann aber auch um die Verletzung einer Rücksichtnahmepflicht gehen. Schauen wir uns zunächst die Leistungspflichten an. Der einfachste Fall ist, dass es um die Hauptleistungspflicht, die Übergabe und Übereignung einer Sache geht. Dann sollten Sie in der Klausur zunächst einmal feststellen, worin die Pflicht besteht. Beispielsweise nach 433 Absatz 1 Satz 1 war V verpflichtet, die verkaufte Sache an K zu übergeben und zu übereignen. Danach müssen Sie die Verletzung, also die Abweichung von der Pflicht, feststellen. Der einfachste Fall ist, hier hat V dies jedoch bisher nicht getan. Damit haben Sie eine Pflichtverletzung vollständig festgestellt. V hat seine Pflicht bisher nicht erfüllt. Neben der Nichterfüllung kann man aber auch denken an die verspätete Erfüllung. Hier hat V dies jedoch erst am 1. Januar statt am 31. Dezember getan.
dann haben Sie eine Pflichtverletzung in Form der verspäteten Leistung. Alternativ kommt aber auch in Betracht, dass die Leistung unmöglich geworden ist. Am so und so vielten passierte das und das. Dadurch wurde die Erfüllung der Pflicht zumindest für V, unseren Schuldner, unmöglich. Dadurch ist die ursprünglich einmal bestehende Pflicht des V nach 275 Absatz 1 BGB erloschen. Nach 275 Absatz 4 BGB liegt hierin eine Schadenersatzpflicht begründende Pflichtverletzung. Damit hätten wir schon drei Fälle einer Leistungspflichtverletzung: die Nichtleistung, die verspätete Leistung und die Unmöglichkeit. Es verbleibt nur noch eine denkbare Variante, nämlich die Schlechtleistung. Diese müssen wir uns zurzeit noch nicht näher ansehen, weil sie Gegenstand des Gewährleistungsrechts ist. Sie würden da etwa schreiben: Hier hat V zwar eine Sache übergeben und übereignet, diese könnte jedoch nicht wie geschuldet gewesen sein. Geschuldet ist nach 433 1 Satz 2 eine sach- und rechtsmangelfreie Sache. Sie müssten dann also prüfen, ob ein Sach- oder Rechtsmangel vorliegt. In der Praxis müssten Sie allerdings das Ganze im Rahmen von 437 BGB prüfen und nicht selbstständig und unmittelbar nach 280. Daher müssen Sie dies zunächst einmal noch nicht wissen. Neben den Leistungspflichten gibt es auch Rücksichtnahmepflichten. Diese schauen wir uns jetzt etwas näher an. Der Obersatz hier würde lauten: V könnte entgegen 241.2 keine hinreichende Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des K genommen haben. Das ist nur der Obersatz, Sie müssen aber konkretisieren, worin die Pflichtverletzung besteht. Die Pflichtverletzung wird in vielen Fällen darin bestehen, dass unmittelbar Rechte oder Rechtsgüter verletzt worden sind. Da schreiben Sie dann: Hier wurde etwa der Mantel oder der Körper des K mithin ein Recht oder Rechtsgut beschädigt oder verletzt. Ursache hierfür war das Kratzen, das Verletzen, das Treten, das Anspucken, also ein Verhalten des V. Mangels ersichtlicher Rechtfertigung für diese Verletzung liegt hierin eine Verletzung der Pflicht aus 241.2. Mehr müssen Sie an dieser Stelle dann nicht schreiben. Neben dieser unmittelbaren Verletzung von Rechten, Rechtsgütern und Interessen gibt es aber auch Fälle, wo die Verletzung nur mittelbar erfolgt, etwa bei Fehlinformationen oder unzureichender Aufklärung. Hier würden Sie schreiben: Durch sein Verhalten veranlasste den V den K zum Abschluss des Vertrages, jedoch traf V nach Treu und Glauben eine Aufklärungspflicht. Er hatte bessere Kenntnis und K durfte auf ihn vertrauen. Durch sein Verhalten verletzte V daher die nach 241.2 gebotene Rücksichtnahme, mithin eine Pflicht im Sinne von 280.1. Bei diesen eher indirekten Pflichten müssen Sie konkret herausarbeiten, was eigentlich im Verkehr vom Schuldner erwartet werden konnte. Was sollte der also tun? Warum musste er aufklären? Das müssen Sie hier niederlegen. Aber auch hier sind keine Besinnungsaufsätze oder Ansammlung von Definitionen erforderlich. Sie müssen vielmehr Schritt für Schritt an das Problem herangehen und es in möglichst wenig Sätzen verständlich lösen. Achtung! Gerade bei Rücksichtnahmepflichten kommt es oft vor, dass der Schuldner gar nicht selbst gehandelt hat. Wenn jemand anderes als der Schuldner persönlich handelt, müssen Sie das fremde Verhalten zurechnen. Den Ansatz dafür liefert Ihnen 278 BGB. Sie würden daher feststellen: V hatte keinen unmittelbaren Kontakt zu K, jedoch könnte ihm das Verhalten des X nach 278 BGB zuzurechnen sein. Dann müsste X Erfüllungsgehilfe sein. Hier müssen Sie nun eine Definition anbringen. Sie schreiben also: Erfüllungsgehilfe ist, wer mit Wissen und Wollen des Geschäftsherrn
in dessen Pflichtenkreis als seine Hilfsperson tätig wird. Hier bestand zwischen V und K ein Schuldverhältnis, auf dessen V zur Rücksichtnahme verpflichtet war. X wurde gerade zur Erfüllung dieser Rücksichtnahmepflicht eingeschaltet. Er war also Erfüllungsgehilfe des V. Je nachdem, wie Ihr Fall ausgestaltet ist, müssen Sie hier konkretisieren, in welche Pflicht der Erfüllungsgehilfe genau eingebunden ist. Das sollte Ihnen aber eigentlich keine größeren Probleme bereiten. Damit hätten wir auch die Pflichtverletzung abgehakt und können uns nun der nächsten Voraussetzung zuwenden. Dabei handelt es sich um eine negative Voraussetzung, denn 280 Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn nicht die besonderen Voraussetzungen nach 280(3) in Verbindung mit 281, 82 oder 83 beziehungsweise die Voraussetzungen nach 280(2) in Verbindung mit 286 erforderlich sind. Sie müssen also zumindest negativ feststellen, dass weitere Voraussetzungen nicht erforderlich sind. Hierzu sollten Sie zunächst sagen, unter welchen Voraussetzungen denn hier überhaupt weitere Voraussetzungen erforderlich sind. Nach 280(3) wird Schadensersatz statt der Leistung nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen von 281, 82 oder 83 gewährt. Schadensersatz statt der Leistung ist die Zahlung von Geld anstelle der geschuldeten Leistung, wie sich aus 281 Absatz 4, Ausschluss der Leistungspflicht, und 251, Zahlung von Geld, wenn die Naturalherstellung unmöglich ist, ergibt. Das bedeutet für Sie wieder, wenn die Leistung von Anfang an vollständig und mangelfrei erbracht wurde, kann nie Schadensersatz statt der Leistung betroffen sein. Es bedeutet für Sie aber auch, dass im Normalfall, wo die Leistung noch nicht vollständig und mangelfrei erbracht worden ist, eine nähere Prüfung erforderlich ist. Sie müssen dann feststellen, dass Schadensersatz statt der Leistung vorliegt, wenn die Leistung noch erbracht werden kann und der konkret geltend gemachte Verlust durch die Erbringung der Leistung entfallen wird. Das heißt, wenn die Leistung die Schadensersatzzahlung überflüssig machen würde. Das setzt aber voraus, dass im Zeitpunkt der Entstehung des Verlustes die Leistung überhaupt noch erlaubt war. In vielen Fällen ist die Leistung nicht mehr erlaubt. Und zwar ganz konkret nach einer Rücktrittserklärung, weil hierdurch die beiderseitigen Pflichten erlöschen. Dasselbe gilt auch für die Widerrufserklärung nach 355 Absatz 1. Ebenfalls zum Erlöschen der Leistungspflicht führt ein Schadensersatzverlangen, wenn Schadensersatz statt der Leistung verlangt wird. Nach 281(4) kann dann nämlich die Leistung nicht mehr verlangt werden. Schließlich, und das ist in Klausuren relativ häufig, führt der Eintritt der Unmöglichkeit dazu, dass die Leistung nicht mehr erbracht werden darf. Das ist insbesondere bei absoluten Fixgeschäften der Fall. Das heißt, wenn der Zeitpunkt der Leistung völlig zwingend ist und man danach absolut kein Interesse mehr an der Leistung hat. Das ist immer dann der Fall, wenn es um Dauerschuldverhältnisse geht. Wenn Sie ein Hotelzimmer für Montag bis Freitag mieten, kann es nicht dazu führen, dass wenn der Montag das Zimmer nicht verfügbar ist, das zur Verfügung stellen am Freitag nachgeholt wird. In diesen Fällen, wo die Leistung nicht mehr erbracht wird, müssen Sie hypothetisch schauen, was denn passiert wäre, wenn die Leistung zum letztmöglichen Moment erbracht worden wäre, in dem sie hätte erbracht werden dürfen. Bei der Rücktrittserklärung also eine Sekunde vor der Rücktrittserklärung. Beim Schadensersatzverlangen eine Sekunde, bevor Schadensersatz statt der Leistung verlangt wird. Und bei Unmöglichkeit eine Sekunde vor der Unmöglichkeit. Wenn die Leistung dann erbracht worden wäre, wäre der Schaden dadurch nicht entstanden bzw. wieder ausgeglichen worden.
oder würde dadurch der Gläubiger sogar doppelt bereichert? Wenn das der Fall ist, handelt es sich um Schadensersatz statt der Leistung. Wenn dagegen der Gläubiger genauso stehen würde, als wäre alles richtig gelaufen, ist es Schadensersatz neben der Leistung. Denn dann werden Interessen ausgeglichen, die gerade nicht in der Leistung liegen. Wichtig, Sie müssen in der Klausur diese beiden Fallgruppen sauber unterscheiden. Sie müssen also nicht formelhaft alles herunterrasseln, sondern schauen, ob die Leistung noch möglich ist oder ob sie endgültig erloschen ist. Sehr viel einfacher ist die Abgrenzung des Verzögerungsschadens. Verzögerungsschaden liegt immer dann vor, wenn die konkrete Einbuße ausschließlich aufgrund der nicht rechtzeitigen Erbringung der Leistung entstanden ist. Kein Verzögerungsschaden liegt damit immer vor, wenn die Einbuße durch die spätere Erbringung der Leistung aufgehoben wird, dann handelt es sich um Schadensersatz statt der Leistung, oder die Leistungspflicht schon vor Eintritt des Verlusts erloschen ist, auch dann handelt es sich um Schadensersatz statt der Leistung. Hier im konkreten Fall müssen Sie dann die Tatsachen des Sachverhaltes einbringen und schauen, ob eine Verzögerung wirklich die Ursache des konkreten Verlustes ist. Damit wäre auch die dritte Voraussetzung von 280 sauber abgehandelt. Wir kommen nun zur vierten Voraussetzung, dem Vertreten müssen. Das Vertreten müssen richtet sich nach 276 folgende BGB. Danach ist zunächst einmal vorrangig auf eine Vereinbarung zwischen den Parteien abzustellen. Das kann einerseits ein Haftungsausschluss oder eine Haftungsbeschränkung sein, zum Beispiel, dass nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz gehaftet werden soll. Das kann aber auch eine Haftungsverschärfung sein, wonach der Schuldner auch für Zufall einstehen muss. Hier müssen Sie den Sachverhalt ausschöpfen. Wenn eine Vereinbarung überhaupt nicht ersichtlich ist, müssen Sie an dieser Stelle auch kein Wort dazu verlieren. Der Punkt ist also nur wichtig, wenn es im konkreten Fall Anhaltspunkte für eine solche Vereinbarung gibt. Wenn es an einer Vereinbarung fehlt, geht es um die Natur des Schuldverhältnisses. Dazu müssen Sie alle Umstände des Sachverhaltes ausschöpfen, etwa ob es um eine Gattungsschuld geht und ein Beschaffungsrisiko übernommen wird. Auch dazu müssen Sie aber nichts schreiben, wenn Sie keinerlei besonderen Umstände in Bezug auf das Schuldverhältnis sehen können. Wenn es weder eine gesetzliche Sonderregelung, noch eine Vereinbarung, noch Besonderheiten des Schuldverhältnisses gibt, greift nach 76 der Haftungsmaßstab des Verschuldens. Dann kommt es auf Vorsatz und eigene Fahrlässigkeit an. Dann müssen Sie definieren, was denn konkret hier vorliegen kann. Die Definition der Fahrlässigkeit finden Sie im Gesetz in 276 Absatz 2. Eine Definition des Vorsatzes kennen Sie aus dem Strafrecht. Der Handelnde muss in Kenntnis aller Tatumstände und deren rechtlicher Bedeutung gehandelt haben. Sie müssen dann wieder im konkreten Fall den Sachverhalt ausschöpfen. Auch hier kann es passieren, dass nicht der Schuldner selbst, sondern ein Dritter gehandelt hat. Dann greift 278 BGB. Sie können die Prüfung hier aber sehr kurz halten, da Sie sich ja schon im Rahmen der Pflichtverletzung mit der Norm auseinandergesetzt haben. Sie können also schreiben, V persönlich hat weder vorsätzlich gehandelt, noch hatte die im Verkehr erforderliche Sorgfalt im Sinne von 276.2 missachtet. Jedoch ist ihm das Verhalten des X nach 278 zuzurechnen, Klammer auf, siehe oben, Klammer zu. Der andere Weg ist, dass Sie hier die komplette Prüfung vornehmen, dann haben Sie allerdings möglicherweise denselben Punkt zweimal geprüft. Das sollten Sie vermeiden. Allein dadurch, dass jemand Erfüllungsgehilfe ist, ist aber das Vertreten müssen noch nicht bejaht. Der Erfüllungsgehilfe muss auch selbst vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben. Das müssen Sie ebenfalls hier im Detail prüfen und zu einem Ergebnis gelangen.
Damit wäre auch die Pflichtverletzung erledigt. Als letztes Tatbestandsmerkmal bleibt dann nur noch der Schaden. Beim Schaden müssen Sie zunächst einmal feststellen, was überhaupt ein Schaden ist. Und Schaden ist jede unfreiwillige Einbuße an einem rechtlich geschützten Interesse. Das sind nicht notwendig nur Vermögensschäden, sondern es können auch immaterielle Schäden sein, etwa der Verlust eines besonders wertvollen Erinnerungsstücks oder eines geliebten Kuscheltiers. Hier müssen Sie sagen, worin der konkrete Schaden besteht. Sie müssen also sagen, wozu hat die Pflichtverletzung geführt. Als nächstes müssen Sie dann die Kausalität konkretisieren. In den meisten Klausuren können Sie das in einem Satz feststellen, indem Sie sagen, dass der Schaden auf der Pflichtverletzung beruht. Wenn das im Einzelfall problematisch ist, müssen Sie zunächst wie im Strafrecht die Äquivalenztheorie prüfen. Nach der Äquivalenztheorie darf der Schaden nicht entfallen, wenn man sich die Pflichtverletzung hinwegdenkt. Hier und dann müssen Sie subsumieren. Also war die Pflichtverletzung nach der Äquivalenztheorie ursächlich für den Schaden und das wird immer der Fall sein, weil die Äquivalenztheorie bekanntlich unüberschaubar weit ist. Neben der Äquivalenztheorie wenden die Zivilrechtler nicht die allgemeinen Regeln der objektiven Zurechnung an wie im Strafrecht, sondern sie prüfen die sogenannte Adäquanztheorie. Nach der Adäquanztheorie bleiben Ursachen außer Betracht, bei denen der Schadenseintritt außerhalb jeder Lebenswahrscheinlichkeit liegt. Auch hier müssen wir wieder den Sachverhalt ausschöpfen. Es gibt so gut wie nichts, was außerhalb jeder Lebenswahrscheinlichkeit liegt. Das Leben ist kaum vorstellbar komplex. Also war die Pflichtverletzung auch nach der Adäquanztheorie ursächlich für den Schaden. Aber es gibt noch eine dritte Einschränkung, den Schutzzweck der Norm. Nach der Lehre vom Schutzzweck der Norm muss die verletzte Pflicht gerade auch dazu gedacht gewesen sein, Einbußen in der konkreten Gestalt zu verhindern. Daran fehlt es insbesondere, wenn sich ausschließlich das allgemeine Lebensrisiko, also nicht die Pflichtverletzung, im Erfolg verwirklicht hat. Das ist insbesondere der Fall, wenn die Einbuße auch bei rechtmäßigem Alternativverhalten des Schädigers eingetreten wäre oder wenn sie ausschließlich auf der freien Entscheidung des Geschädigten beruht. Hier müssen Sie wiederum den Sachverhalt ausschöpfen und als letzten Punkt müssen Sie dann prüfen, wie denn der entstandene Schaden zu ersetzen ist. Das ergibt sich grundsätzlich aus den 249 folgenden BGB. Nach 249.1 ist dabei vorrangig Naturalrestitution zu leisten, das heißt, der Zustand in Natur herzustellen, der ohne schädigende Ereignis bestanden hätte. Ob das geht und worin dies besteht, müssen Sie dann in der Klausur näher ausführen. Hat etwa der Geschädigte Geld weggegeben, besteht die Naturalrestitution darin, dass er das Geld zurückbekommt. Nach 249.2.1 kann Ersatz der Kosten für die Beseitigung einer Sachbeschädigung oder Körperverletzung verlangt werden. Auch hier müssen Sie darauf achten, dass dies nur für diese beiden Fälle gilt. Für alle anderen Schäden ist diese Form des Ersatzes nur nach Fristsetzung möglich. Das ergibt sich aus 250. Nach 251 Absatz 1 kann bei Unmöglichkeit der Herstellung Natur Schadensersatz in Geld verlangt werden. Das ist wiederum unabhängig davon, ob es um Sachbeschädigung, Körperverletzung, Entziehung des Lebens oder Freiheitsbeschränkungen geht. Im Rahmen von Schadensersatz statt der Leistung ist der Anspruch auf die Leistung nach 281 Absatz 4 ausgeschlossen, sodass die Herstellung in Natur, also die Erbringung der Leistung, rechtlich unmöglich ist. Das heißt, bei Schadensersatz statt der Leistung erhalten Sie immer eine Geldzahlung. Maßstab ist hier nicht, wie teuer die Reparatur wäre, sondern letztendlich der Wert der konkreten Leistung. Damit sind wir auch am Ende unserer Darstellung
Und Sie müssten die Klausur nur mit einem Ergebnissatz abschließen. Ich hoffe, Sie haben gesehen, dass die Prüfung von 280 BGB bei weitem nicht so kompliziert ist, wie Sie sich vorstellen, und dass Sie in der Klausur mit wenigen Sätzen den Fall sauber lösen können. Vor diesem Hintergrund wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg in Ihrer Klausur.